Ja, wir sind jetzt hier sozusagen backstage hinter den Kulissen im Hundertmeister. Gerade haben wir einen wunderbaren Themenabend sozusagen erlebt, wenn ich da Arte mal zitieren darf, nämlich zum Thema Liebe, Seasons of Love. Und neben mir steht jetzt der Gernot. Sie sind der szenische Leiter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das waren ja jetzt Songs aus wirklich unterschiedlichen Musicals. Und so auf das erste Hören hätte man jetzt sagen können, ja, so der eine oder andere Song, was hat der denn mit Liebe zu tun? Wie kamen Sie darauf, dieses Programm zusammenzustellen? Der Kern des Ganzen war ja diese Rennsequenz. Und da gibt es nun mal diesen Song, der in der neueren Musical-Szene ein Hit ist, diese Seasons of Love. Und das haben wir halt zum Thema gemacht. Und ich glaube, dass alles andere im weitesten Sinne, vieles sehr direkt und vieles sehr indirekt, assoziativ durchaus dazu passt. Aber man ist auch immer bei sowas unter dem Druck, mit großem Vorlauf einen Titel rauszuhauen. Und wir konnten, glaube ich, dann im Nachlauf das ganz gut zusammenpacken. So. Wobei es ja nicht nur reine Musical-Songs waren, sondern Georg Kreisler ist ja auch eher so der Kabarett-Szene verhaftet und die misst es ja wohl auch. Ja, wir versuchen ja sowieso, das sehr weit zu denken. Die Ausbildung der Studenten ist ja auch sehr weit gefasst, dass die eben einen sehr großen schauspielerischen Anteil haben. Ich nenne das immer so ein bisschen so moderne Bühnentriathlon, dass sie also singen, tanzen und spielen. Und Chansons sind immer eine sehr schöne Art, wie so ein Mini-Musical in einer Nummer sozusagen alles kompakt zu machen. Was mich jetzt noch rein persönlich interessieren würde, wäre natürlich This is the Life von Kurt Weill. Ich bin ein großer Verehrer von Kurt Weill. Weiß auch, dass seine amerikanischen Musicals hierzulande sehr, sehr selten gespielt werden. Die deutsche Übersetzung interessiert mich jetzt natürlich. War die jetzt extra für das Projekt gemacht oder gibt es da tatsächlich eine? Also mir ist keine bekannt. Es gibt so einen Übersetzungsschwarzmarkt, sag ich mal. Es gibt oft sehr engagierte Studenten, die selber Übersetzungen anfertigen. Ich weiß es bei The Life, ich glaube, es ist mal gemacht worden. 50er, 60er Jahre, das kann ich nachprüfen. Aber es gibt eben immer wieder so, dass Leute Titel singen. Wir sind inzwischen oft so, dass wir sagen, sing es lieber auf Deutsch und versteht man die Geschichte. Es gibt Songs, das ist nicht so wichtig, da ist relativ eindeutig, dass viele blumige Bilder für eben Liebe meistens sind oder für psychische Zustände. Und wenn Geschichten erzählt werden, gucken wir eigentlich immer, dass es möglichst auf Deutsch ist. Und da gibt es eben so einen Markt, dass da mal ein Student das übersetzt hat, da hat einmal was übersetzt. Und inzwischen, es gibt auch viele alte Übersetzungen, leider so schlecht, wir achten auf bestimmte Dinge, die uns wichtig sind. Und versuchen auch die guten Übersetzer, wir kennen, langsam so zu fördern, auch von unseren ehemaligen Studenten. Warum aus Camelot unbedingt Cimoir und nicht How to Handle a Woman? Ich meine, How to Handle a Woman würde sich ja eigentlich eher anbieten, weil da geht es darum, dass König Artus ja sozusagen sich fragt, wie gehe ich denn mit dieser wunderbaren Frau um, die hier später seine Ehefrau wird und Merlin da um Rat fragt. Na, wie ich schon sagte, ist jetzt auch nicht alles für diesen einen Gig entstanden, sondern es ist natürlich auch zusammenstellen, was haben die Studenten gerade in petto, und es ist auch für uns ein bisschen eine Vorbereitung. Es gibt in 14 Tagen das jährliche gemeinsame Intendantenvorsprechen der Musical-ausbildenden Hochschulen. Und dann gibt es 14 Tage später nochmal das Abschlussdiplom dieser Klasse. Und da haben wir natürlich auch geguckt, was ist gerade aktuelles Repertoire, was sie beim IFO, diesem Intendantenvorsprechen, präsentieren werden und auch beim Diplom. Und da war nun mal dieser Song gerade. Gut. Also Sie sind ja schon auch sehr nah sozusagen am Zeitgeist und gucken immer, was läuft momentan oder was könnte interessant sein von den Musicals her, für die Ausbildung? Ja, das ist eigentlich oft schwierig, wenn Studenten zu mir kommen und sagen, ich will mal den und den Song aus Wicked oder sowas arbeiten. Das sind sehr, sehr schöne Shows, aber die sind eben, die so isoliert auf der Bühne zu machen, sind sie oft uninteressant, weil sie eben auch von einer bestimmten Bühnenshow leben und ein Stücke, wie sie es im vergangenen Jahrzehnten noch gehabt, wie sie aus einer Seele, aus einer Haltung, aus einer Emotion herauskommen. Im Moment sind es eigentlich mehr Shows, Compilation-Shows, Song-Shows. Und da ist es sehr schwierig eigentlich für uns, aus diesem Repertoire was auf der Bühne zu machen. Es sei denn, man macht es dann gleich wieder Zweier-, Dreier-, Vierer-Ensemble-Szenen. Das ist dann oft einfacher. Ja, die Songzusammenstellungen, wenn ich da an Dirty Dancing denke, ne, das ja eigentlich auch nicht so richtig ein Musical ist, sondern eher so eine andere Filmsong, haben wir auch wirklich von dem Turm. Wir versuchen eben auch so ein Repertoire wie Jason Robert Brown, was viele Leute sicherlich noch nicht kennen, oder eben dieses Pinkelstadt, was die Leute nicht kennen. Und da gibt es sehr musikalisch sehr interessante Sachen, die aber in Deutschland einfach keinen Markt haben, weil sie nicht in diese Stadttheater, die sehr auf Klischee der bekannten Musicals gehen müssen. Und die En-Suite-Shows gehen natürlich auf die neueste Hammer-Show, eben wie schon gesagt, meistens inzwischen so Pop-Song-Zusammenstellung. Und da fällt das genau dazwischen, wo es Musical eigentlich interessant ist im Moment.
Können Sie zum Schluss noch mal was zu Pinkelstadt sagen? Also ich fand diese Szene wunderbar, aber mir sagte dieses Musical absolut nichts. Können Sie mal kurz erklären, worum es geht? Ja, das liegt leider an dem Titel. Das ist wirklich ein ganz tolles Musical, was eigentlich bei Kurt Weill und Brecht anknüpft. Das war ein sehr großer Off-Broadway-Erfolg. Ist in Berlin dann einmal en suite gespielt worden. Hat sich da jetzt nicht so durchgesetzt und funktioniert in Stadttheatern nicht, weil viele dann sagen, Pinkelstadt, dieser Titel, da geht keiner rein. Der Originaltitel ist Urinetown, also Urinetown oder Urinetown. Wir haben das vor 2 Jahren in der Volkwang gemacht, vor 1,5 Jahren im Sommer und haben, glaube ich, eine sehr schöne Aufführung gemacht mit ein paar Gastspielen. Und es gibt auch Interesse von einigen uns Leuten, mit denen wir auch sonst co-produzieren, ob wir das nochmal hochholen. Aber es ist leider ein Stück, was hier nicht gemacht wird. Hinzu kommt aber, dass man solche Ensembles, wie wir das natürlich haben, wenn ich 6 ist eine Klasse oder 2 Jahre nehme, 12 so gleichmäßig ausgebildete Darsteller, kriege ich an einem Stadttheater ja nicht zusammen. Also so viele Gäste würden die nie holen. Und bei den großen Ensuite-Produktionen wird, glaube ich, so viel Wert auf wiederum die schauspielerische Leistung, wenn so Leute mit reinbringen, auch keinen Wert gelegt. Und so gibt es eben da so auch einen schwarzen Markt von einer gewissen Qualität, zu der wir auch ganz gezielt ausbilden wollen. Ja, dann freue ich mich natürlich darauf, dass wenn wir nochmal so diese versteckten Perlen dann eben nochmal vielleicht heben können und vielleicht dann demnächst bei der Volkwang Hochschule dann in welcher Form auch immer präsentiert bekommen. Vielen Dank. Dankeschön.